Hier sind die 10 relevantesten Parfumklone aller Zeiten für dich. Platz Nummer 1, der Dua Fragrances Bois Oud, riecht wie der Tom Ford Oud Wood. Platz Nummer 2, der Détour Noir von Al Haramein, riecht angeblich wie Parfums de Mali Layton, für mich persönlich aber ehrlich gesagt nicht so besonders. Dann natürlich der Zara Baccarat Rouge Klon namens Red Temptation, auch von Zara der Imagination Klon von Louis Vuitton, und zwar Sunrise on the Red Sand Dunes, Club de Nuit Intense Man von Amaf als Aventus Alternative, Parfums Vintage als richtig gute Aventus Alternative, den Oud for Glory von Latafa als Oud for Greatness Alternative, für mich persönlich sehr fischig. Razazi Layukawam als die Tom Ford Tuscan Leather Alternative, die ein bisschen fruchtiger ist. Razazi Roms Al Razazi, ein super toller Aventus-Klon. Und zu guter Letzt der Swiss Arabian Chagav Oud, riecht 1:1 wie der Oud Bouquet von Lancôme.